Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einem kleinen Aufklärungsvideo. Heute geht es um die Bienchen und Blümchen. Nein, heute geht es darum, was jetzt momentan bei mir Sache ist. Und zwar, ihr wisst ja alle, Corona, ne? Corona ist the bitch. Und Corona hat mir mehr Arbeitsstunden, beziehungsweise, ja, nicht mehr Arbeitsstunden. Nee, eigentlich habe ich genau die gleichen Arbeitsstunden, nur ich arbeite halt jetzt öfter. Ich arbeite jetzt 6 Tage die Woche, was auch bedeutet, dass ich innerhalb von 2 Wochen auch mal 11 Tage arbeite, weil ich dann keinen freien Tag habe, so wie jetzt momentan. Ich habe am Samstag in der Frühschicht gearbeitet und bin am Sonntag direkt in die Nachtschicht gegangen. Und das setzt mir momentan zu. Ich habe Probleme damit. Ich habe jetzt nicht Probleme damit, gleichzeitig aufzunehmen, weil ich habe ja quasi die gleiche Stunden, die ich arbeite. Das heißt, ich bin früher zu Hause. Aber ich kann nicht gleichzeitig Fallout Shelter machen und gleichzeitig so viel arbeiten. Das macht mich einfach kaputt. Und das habe ich letzte Woche auch gemerkt. Ich habe mich letzte Woche mal wieder auf die Waage gestellt und habe erschrocken festgestellt, dass ich seit Corona angefangen hat, 5 Kilogramm abgenommen habe. Und ihr seht, ich bin sowieso nicht der Allerdickste. Deswegen ist das schon ein bisschen kritisch gewesen. Ich habe jetzt in der letzten Woche eine Zeit damit verbracht, mir ein bisschen, ja, einen Plan aufzustellen, wie ich mein Gewicht wieder hochkriege. Es hat schon gefruchtet. Ich habe jetzt 2 Kilo wieder drauf. Aber es war doch schon erschreckend, dass der ganze Stress mit Fallout Shelter und den 6 Tage Arbeiten so viel beeinflusst. Und ich habe jetzt am Wochenende überlegt, wie ich die ganze Situation lösen möchte. Und zwar werden wir höchstwahrscheinlich am Wochenende die Fallout Shelter einfach nur streamen. Jeweils eine Folge, Samstag eine Folge, Sonntag eine Folge, bis zum 1 Stunde, maximal 1 Stunde. Und ja, das ist der Plan. Ich hoffe, das funktioniert. Ich weiß, es ist natürlich extrem wenig, aber dafür ist es ein bisschen näher an euch dran. Und ich weiß vor allem, dass ja, wir hatten jetzt 4 Wochen lang knapp gar nichts mehr Richtung Fallout Shelter. Also da wird wahrscheinlich auch nicht, werden auch wahrscheinlich viele nicht mehr mitmachen, was so viel bedeutet, wir können da chillen. Es wird jetzt nicht mehr so stressig, weil es wahrscheinlich ich nur 2, 3 Leute verwalten muss. Aber ja, so ist das halt manchmal im Leben. Ich habe Fallout Shelter angefangen und dann dachte sich Corona, nee, dem grätsche ich jetzt voll zwischen die Eier und dem gebe ich es jetzt richtig. Das zu dem Thema. Kommen wir zu einem erfreulicheren Thema. Ich habe in einem Monat Urlaub. Ich habe in einem Monat Urlaub und ich werde nirgendwo hinfahren. Ich werde zu Hause bleiben und ich habe mir gedacht, ich werde einfach mal streamen. So alle 2 Tage mal. Der Intervall so allerhöchstens alle 2 Tage. Kann auch sein, dass ich es täglich mache. Je nachdem, wie ich mich dann fühle. Am Anfang wird es wahrscheinlich weniger sein und am Ende ein bisschen mehr. Ich werde mir noch eine Woche Urlaub draufpacken, was viel bedeutet, dass ich ein fucking Monat lang zu Hause sitze. Und ich brauche das. Ich brauche das. So, und da kommen wir zu einem kleinen Problem. Und zwar, wenn ich so viel streame, dann nicht auf YouTube. Weil ich möchte meinen Kanal nicht voll scheißen mit stundenlangen Videos. Klar, ich werde einen Teil von diesen Streams auf YouTube hochladen. Aber nur die geplanten Sachen, wie zum Beispiel Oxygen Not Included. Das wird auf YouTube landen, weil mir gefällt das, euch gefällt das und ihr seid ja auch dabei. Also es ergibt ja auch irgendwo Sinn, ne? So, das dazu. Das heißt, ich werde, bevor ich es vergesse, euch zu erzählen, wo ich streamen werde, auf Twitch streamen. Ich habe es mal unten verlinkt, mein Twitch-Kanal, der seit, ich glaube, einem Jahr, 2 Jahren, 3 Jahren, ich glaube 3 Jahre, mittlerweile verstaubt ist. Es wird Zeit, ihn ein bisschen abzustauben und mal gucken, ob ich das hinkriege. Ja, ich muss sagen, ich bin seit gestern wieder motiviert, aufzunehmen. Ich weiß nicht, ob das daran lag, dass ich so viel Gewicht verloren habe, dass mein Körper
einfach nur schlapp gemacht hat, dass er gesagt hat, ich habe keine Energie mehr, kannst nicht aufnehmen. Und ich glaube, das war einfach nur die Lösung, dass ich ein bisschen mehr auf mein Gewicht achte. Und ja, aber es läuft, Leute. Es geht nach oben. Es geht nach oben. Die schlechte Neuigkeit ist allerdings, dass mein Betrieb diese Arbeitszeiten verlängert hat bis zum 31.09. Bis zum 30.08. Bis zum 30.08. Sorry. Und höchstwahrscheinlich, man munkelt, dass es dann noch weitergeht. Die werden also wahrscheinlich nicht allzu bald davon ablassen. Ja, ich meine, wieso denn? Jetzt arbeiten wir statt 5 Tage die Woche, 6 Tage die Woche, läuft alles durch, die machen Knete ohne Ende. Und ich kann es nachvollziehen, würde ich auch machen. Ich meine, ich bin ja nicht derjenige, der dahin geht, 6 Tage lang, sondern ich bin ja derjenige, der 5 Tage lang dahin geht für eine Stunde und guckt, ob alle ihre Masken tragen. Naja. So, Leute, ich weiß, wenn... Ich könnte hier locker noch eine halbe Stunde weiterreden. Ich habe viel Gesprächsbedarf. Aber ich versuche das Ganze wirklich mal kurz zu halten und ich muss mir da echt jetzt mich mal zusammenreißen, nicht so viel zu quatschen. Ich weiß, wenn ich so einen Vlog aufnehme, dass ich bis zu 20 Minuten durchquatsche. Und es geht wirklich schnell. Man merkt es nicht, wenn man so viel quatscht. Deswegen hier Schlussstrich. Ich versuche das ab morgen teilweise, weil vielleicht mache ich das auch schrittweise, alles wieder funktioniert. Ich werde erstmal 2 Let's Plays machen. Und dann, wenn ich es schaffe, genug aufzunehmen, dann mache ich noch ein 3. Was ich aber nicht weiß, ob ich das hinkriege. Und dann sehen wir uns morgen. Und ansonsten am Samstag mit Fallout Shelter. Macht euch bereit. Fallout Shelter übrigens auf YouTube. Alles andere machen wir auf Twitch. Fallout Shelter machen wir auf YouTube. Warum? Weil ich es sage. Danke, Fokus, dass du mich heute durch dieses Video begleitet hast. Und ich danke euch auch, dass ihr mir zugehört habt. Ja, ich hoffe, das klappt alles. Ciao.